Wie solltest du uns beide nebeneinander sehen? So habe ich es eingestellt zumindest. Okay, warte mal. Meine Tochter ist hier, die hilft mir. Magst du dich mal hinsetzen? Muss man oben die Ansicht vielleicht ändern, dass du beide siehst? Ansicht oben sollte eigentlich auf Sprecher sein. Ist auf Sprecher, ja. Ist auf Sprecher? Ja. Okay. Ja, aber ihr seht uns beide alle, oder? Nein, Alice. Nein? Dann liegt es nicht an uns. Warte. So, jetzt sieht man mich. Na? Jetzt, ja. Gut. Jetzt funktioniert es. Super, schön. Ja, hallo. Hallo, so, ich mache jetzt mal auf Aufnahme. Für alle, die nicht dabei sein können, schreibe noch mal eine kurze Erinnerung. In die Gruppe. Okay. So. Ja, auch noch. Okay. So, ja. Herzlich willkommen. Heute zum zweiten Mal. Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass wir alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Monika. Danke dir, Alicia. Und ich mag ja einfach sehr, wie die Dinge so zusammengeführt werden. Das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt, dass wenn wir einfach den Visionen folgen und unser Herz aufmachen, wie Juan das eben ja auch so schön gesagt hat, aus dem Kopf raus, in rein ins Herz, dann fügen sich die Dinge wie von selber zusammen. Ich muss euch sagen, manchmal, wenn ich so eine Vision kriege, dann weiß ich auch nicht, wie ich das umsetzen werde. Na, ich werde ja oft gefragt, wie machst du das eigentlich mit 8 Kindern und dies und das? Ich weiß es auch nicht, wie ich das mache. Ich lasse mich da immer einfach führen und vertraue, dass Robert den Rest macht. Nein, und auch mit den Sprechern, ich wusste ja, ich meine, klar, ich kannte ja schon einige wie Anta Urko und wie Kumu Kahea und Antara und Peter. Und ich wusste aber, es werden diesmal auch neue dabei sein. Und da habe ich mich wirklich führen lassen. Und meine liebe Freundin Christel Ströbel, die auch wieder dabei ist, die hat mir dann einen Film geschickt von der Akiko Stein. Das Interview von ihr könnt ihr auch noch anschauen. Und dieses Interview war auf Sei Mutig TV. Und neben Akiko habe ich dann das Video von Monika gesehen. Und dann wusste ich in dem Moment, kommt mein Baby. Dankeschön. Und da wusste ich in dem Moment, ich muss Monika anschreiben. Und gleich wird Monika sicher noch was erzählen. So. Auf jeden Fall wusste ich dann, ich muss sie anschreiben. Jetzt ist der Ton weg. Alicia? Oh, sorry, danke. Genau, ich wusste, ich muss sie anschreiben. Und als ich sie dann angeschrieben habe, hat sie, du wusstest doch eigentlich, dass ich dich irgendwann anschreiben werde. Ne? So war das ja. Ne? Genau. Kannst du ja gleich nochmal mehr erzählen. Und dann habe ich dich gefragt, ob dein Lehrer vielleicht, oder dein Lehrer, also der dich, ist ja nicht wirklich dein Lehrer, aber der Juan Miguel, den ihr eben gesehen habt, der kennt dich, du kennst ihn und er hat dich sehr, sehr begleitet bei deiner Vision. Und genau, also so kam dann auch eben diese Verbindung zustande. Ja, und über deine Vision und wie sie in die Welt kam und immer noch kommt, werden wir ja jetzt heute sprechen. Und so freue ich mich, dass du hier bist, liebe Monika aus Deutschland. Mit der Vision der Atlacinolli, spreche ich richtig aus, oder? Atlacinolli. Atlacinolli, Spirale und wie sie zu dir kam und wie Juan in dein Leben kam und wie sich alles gefügt hat. Und
ja, am Ende dieser Geschichte war dann ja auch eben dieses, ich muss Alicia davon erzählen, ne? So war es, glaube ich. Ja, unbedingt. Unbedingt, ja. Ja, schön. Ja, danke erstmal, Alicia und Robert, für diese besondere Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Auch ein Danke an die Zuhörer und Zuseher, die mir ihre Zeit schenken. Ich bin auch ganz berührt von Juan, weil das ist wirklich so eine tiefe Verbindung zwischen uns, zwischen Brüdern und Schwestern, kann man sagen, Bruder und Schwester. Und es war eine ganz besondere Begegnung mit ihm. Und ich habe ihn jetzt auch eine Zeit lang nicht gesehen. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr berührt. Ja, Alicia, ihr habt hier was geschaffen für Menschen, dieses Festival, die sich, ja, wo so viel Werkzeug rüberkommt und wo ihr also Nahrung gibt zum Wachsen und zum dem Weg zu gehen, den wir gehen dürfen, wenn wir unserer Intuition folgen. Und heute hast du gesagt, ist der Tag 13 Kanil, glaube ich, ja? War das so? Ja? Fast, 12 Kanil. Mhm. 12, okay. Und da ging es um die Erfahrung, die den Weg, den wir gegangen sind. Und da wollte ich euch so ein kleines bisschen mitnehmen auf meinem Weg. Zu meiner Person, ich bin vor 2 Tagen 67 geworden und habe 2 wunderbare Kinder, einen Sohn mit 46 und eine Tochter mit 31. Bin Oma von 3 wunderbaren Enkelkindern, Töchtern, die eine 14, 2 Jahre und 1 Jahr. Und die sind mein ganzer Stolz. Und jeder ist so verschieden und doch so einzigartig. Und ich habe nachher noch, oder Alicia zeigt noch ein Video nachher, da wird man sie vielleicht auch drauf sehen. Und ich wollte gerne auch nochmal diesen Raum eröffnen. Und was in mein Leben gekommen ist, das Yoga, was mich auf den Weg gebracht hat. Und ich würde euch gerne ein Mantra vorsingen, das nennt man Bahuta Karam. Und da geht es um den Wohlstand und die Fülle in euer Leben zu lassen. Ein Mantra, das dich für die Gaben des Universums öffnet. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen hinbekomme. Und würde dann diesen Raum damit öffnen wollen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen schließen oder offen lassen, je nachdem. Bahuta karam likyana chahi vatatata tena tamahi Kede mange chodapa, kede aganat nahi chaha, kede kapetu teveka, kede leile mukapai, kede murak kai kai, kede aduke buksadama, ebita teidata. Banka kalasi bane hoa hei, huakana sake koa hei, cheko kai akan pai, o chane tete yamo hei, kare ape chane ape de, chisno baksha, sifata salan nanake bacha hei, bacha hu. Ja, zu meinem Weg, zu meinem Aufwachweg, der ist nun lang, da ich schon etwas älter bin. Ich habe ein Handwerk gelernt, was die Friseurin bedeutet und habe mich schon immer selbstständig gemacht, habe Sicherheitsassistentin gelernt, habe Kosmetikerin gelernt und war immer für die Menschen da,
mit der äußeren Schönheit. Ich habe viel dadurch gelernt, ich habe viele Energien kennengelernt. Ich konnte ja mit Menschen sprechen über ihre Sorgen, über ihre Probleme. Und doch eines Tages war das für mich nicht mehr relevant oder es hat mich nicht mehr ausgefüllt. Und ich weiß noch, meine Tochter war krank und ich war den ganzen Tag zu Hause und war noch einkaufen vorher und habe mir dann eine Zeitung gekauft, was ich sonst nie gemacht habe. Einfach so ein, ja, ich sag jetzt einfach mal so eine Illustrierte. Und als ich schlief, habe ich dann die Zeitung gelesen und habe aufgeschlagen und mein Mann, ich weiß noch, stand hinter mir und las dann Kinder-Yoga mit Sabine Pilgui. Und auf einmal fing mein Herz an zu rasen. Also ich merkte richtig, wie alles in mir vibrierte. Und ich sagte noch zu meinem Mann, was ist das denn? Guck mal, ich lese das hier und mein Herz schlägt. Und er sagte, ja, das wird dann schon was mit dir zu tun haben. Und ich habe dann weitergelesen und habe mich dann auch weiterhin bei der Sabine Pilgui gemeldet und habe mit ihr gesprochen. Und sie sagte, ja, du hast Glück. Shivaka ist gerade in der Nähe, das ist eine total tolle Yoga-Lehrerin, melde dich doch bei ihr. Und so bin ich dann nach Hamburg gefahren, habe Shivaka kennengelernt und das war meine Initiation zur Yoga-Ausbildung. Ich habe dann Kinder-Yoga, Yoga-Ausbildung für Erwachsene gemacht. Shivaka war lange meine Mentorin. Wir haben uns dann auch über Telefon lange unterhalten und sie hat mir viel beigebracht über Aura und alles, was so an Energien zu lernen war. Ja, und dann kam so ein Lehrer nach dem anderen. Geistiges Heilen, Familienstellen. Ja, und ich verließ dann wirklich diesen Pfad von der Schönheit von außen dann nach innen. Ich machte dann mit meinem Mann ein Yoga-Zentrum auf und dieses Yoga-Zentrum wusste ich auch nicht. Wir leben hier in einer wirklichen kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt. Und das war schon vor 25 Jahren was sehr, sehr, sehr Exotisches. Und ob mich das überhaupt ernähren würde oder das alles tragen würde, aber ich wollte es unbedingt. Es hat mich vom Herzen her gezogen und ich wollte unbedingt die Yoga-Lehren weitergeben. Und ja, manchmal war es halt auch komisch, wenn Leute mich mit einem Turban besucht haben und es war schon hier in diesem kleinen Dorf etwas Exotisches. Dann befasste ich mich immer mehr mit dem Schamanismus und mit der Natur und alles, was dazu gehört. Ich gründete dann eine schamanische Gruppe mit ganz, ganz tollen Frauen, die sich aufgerufen gefühlt haben, etwas für diese Erde zu tun. Und jetzt wurde nicht nur Yoga in dem Yoga-Zentrum gemacht, sondern auch getrommelt, was wiederum dann auch die Nachbarn ja, auf der exotischen Schiene erfreut hat, würde man so sagen. Aber ich ließ mich durch nichts abhalten. Also man wird schon belächelt und ja, aber das macht nichts. Wenn man diesen Weg des Herzens wirklich geht, dann ist einem alles egal. Und ja, so hatte ich dann erfolgreich mein Yoga-Zentrum gehalten und habe dann Seminare, Yoga-Reisen, Feuerrituale gemacht, jede Menge Erfahrungen. Wir haben dann mit der Gruppe Plätze gereinigt, zum Beispiel, wenn ein Unfall auf der Straße war oder wenn Bäume gefällt wurden und so weiter. Wir haben schöne Zeremonien gemacht und mit jeder Zeremonie wurde man, ja, ich würde sagen, mehr in die Kraft, man kam mehr in die Kraft und mehr zu sich. Dann kam wieder, ich sage einfach mal auf meinem Weg, ja, Seelenaufgaben oder Seelenaufgaben, die ich erfüllen durfte. Kam wieder eine Zeitung zu mir und zwar eine Yoga-Zeitung, da war ein Artikel drin von Anganga, den Inuit-Schaman. Und schon wieder war es so, dass mein Herz wirklich gerast ist. Und ich gemerkt habe, ich muss zu diesem Mann hin. Er hat mir irgendwas zu sagen. Und habe auch alles auf mich genommen und bin dann zu ihm. Es war wirklich wunderschön und er hat mir vieles beigebracht. Und
Er hat mir dann auch einen Namen gegeben und ich sollte das erfüllen, was dieser Name aussagt. Ja, und ein Jahr später habe ich dann allen Mut zusammengenommen und habe dann einen Brief an ihn geschrieben, ob er nicht mal hier nach Neustadt kommen würde und Heilsitzungen abhalten würde mit seiner Kielau. Und er hat spontan zugesagt und das war wirklich auch was Großes zu organisieren. Er hat dann in Marburg, wer sich da ein bisschen auskennt, Hessen, im Kino dann einen Vortrag gehalten, sehr, sehr gut besucht war. Und er hatte eine Bedingung gestellt, er wollte gerne eine Sauna haben. Jetzt hatte ich zu dieser Zeit noch keine Schwitzhütte und hatte dann in Marburg ein Hotel angemietet, das einzige Hotel, was auch eine Sauna hatte. Und wir trafen uns dann am nächsten Tag und dann sagte er noch zu mir, oh Gott, Monika, ihr könnt ja gar nicht den Himmel sehen, hier sind ja nur Häuser. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und schlussendlich war dann auch noch die Sauna ausgefallen. Und er war trotzdem guter Dinge. Wir haben dann einen Heilkreis gemacht. Wir mussten dann zwei Heilkreise machen, weil es waren über 200 Leute, die kamen. Also es war eine riesen, riesen Erfahrung. Alles dadurch, dass ich auf mein Herz gehört habe, auf mein Herz, das wie ein Indikator für mich ist. Und ich merke, was gut ist und ich merke halt auch, was nicht so gut ist. Es war auch diese Menschen, die bei ihm zum Heilkreis waren, wo er mit der Kielau gesungen hat. Also wer Angang Gax schon mal gesehen hat. Also er gibt wirklich alles, ihm lief wirklich der Schweiß runter. Und die Menschen, man konnte ihnen in die Augen sehen, wie sich das verändert hatte bei ihnen und wie sie ihr Herz gespürt haben. Und das fand ich wunderschön. Danach war es so, dass ich so mein eigener Lehrer wurde, indem ich meine Schwitzhütte aufbaute, die wirklich so ein wunderschönes Ritual war. Und ich hatte eine Kinderschwitzhütte gemacht, ich kann mich noch daran erinnern, es ist zwar schon alles sehr, sehr lange her, wo Mütter mit ihren Kindern in die Schwitzhütte kamen. Und das war so bewegend, weil wir hatten dann eine Gebetsrunde gemacht und die Kinder haben dann für ihre Mütter gebetet. Und das war so wirklich so ergreifend und so schön. Und man hat gemerkt, wie tief diese Seelen miteinander verbunden sind und wie sie sich heilen da drin. Ja, ich habe dann auf meiner weiteren Reise Naupani kennengelernt, der auch schon hier Sprecher war, ein Sonnenpriester. Und auch von ihm einiges gelernt. Und ich wollte ihn auch nach Neustadt holen, nur zu der Zeit musste er wieder zurück zur Familie. Und so war es dann, dass er nicht nach Neustadt kam. Dann kam meine große Reise, wo der nächste Seelenauftrag für mich war. Und zwar nach Mexiko. Und das war sehr, sehr bewegend, weil wir sind ins Flugzeug, sind dann ungefähr 13 Stunden nach Mexiko. Und als das Flugzeug die Reifen aufsetzte, kam das wie so ein, ja, ich kann sagen, wie so ein Blitz über mich, dass ich unbedingt einen Schaman hier kennenlernen wollte. Das war so ein Herzenswunsch. Und ich sagte das zu meinem Mann und er sagt, wir werden bestimmt einen hier finden. Wir sind dann zu unserer Reiseleitung Ron, waren dann ein paar Tage in Mexiko und dann habe ich mir dann auch ein Herz gepackt und bin zu Ron hin und habe gesagt, Ron, ich würde so gerne einen Schaman hier kennenlernen. Und er sagte, so wie ich dich kennengelernt habe, möchtest du einen echten Schamanen kennenlernen? Sag ich, ja, unbedingt. Und er sagt, das ist schwierig, weil entweder wohnen die in so einer kleinen Stadt oder im Dschungel, aber wir werden mal schauen. Und die Tage vergingen, ich habe das dann auch schon irgendwie ein bisschen verdrängt und wir waren in Chichen Itza und da steckte mir einen Zettel zu, Ron, und auf der eine Telefonnummer war. Und er sagte, das ist der Schamane, den du suchst. Wir sind dann ins Hotel gefahren, haben dann mit Ron telefoniert, was jetzt ganz einfach sich anhört, aber wer sich da ein bisschen auskennt, es waren schon mehrere Gespräche nötig. Und wir wollten
ihn dann in Playa del Carmen treffen. Wir wussten nicht, wie er aussieht. Wir wussten gar nichts von ihm, wirklich. Und Heinz-Jürgen und ich sind dann nach Playa del Carmen und haben an eine Ecke gewartet, wo wir uns verabredet hatten und hatten dann noch so eine Zeit lang miteinander gesprochen, haben gesagt, wie wird er aussehen. Und wir hatten uns ihn dann vorgestellt mit langen schwarzen Haaren und ja, mit dem blauen Hemd, mit der weißen Hose. Und irgendwann tippte uns jemand von hinten auf die Schulter und da stand Juan Manuel Perez Silva. Mit so einer Herzensgüte, mit so einer Ausstrahlung. Ihr habt den eben ja gesehen. Das sind nun schon etliche Jahre her. Und ja, es war wirklich, als wenn ich einen ganz alten Bekannten wiedersehen würde. Und wir hatten dann eine ganz tolle Begegnung. Wir sind in so einer Maya-Stätte. Er hat uns dann einiges erzählt. Und er sagte zu mir, bleib hier, Monika, ich werde dir einiges beibringen. Und das sagte ich zu Juan, wir fliegen morgen. Ich kann leider nicht hier bleiben. Und ich sagte zu ihm, was hältst du davon, wenn du nach Neustadt kommst? Und hier all diesen Menschen von dir erzählst und dort eine Schwitzhütte abhältst, was hier in Mexiko und ja, die Temazcal ist. Und er sagte sofort zu. Gut, ich habe mich da ein bisschen erschrocken, wie ich das alles hinkriegen sollte, aber wie gesagt, das Herz schlug und ich wusste, das ist der Weg, den ich gehen musste. Und das war der Auftrag, ihn nach Neustadt zu holen, nach Deutschland zu holen. Und so war es dann auch. Wir finanzierten das alles mit einem Seminar und mit der Temazcal, die er dann abgehalten hat. Er hatte dann den Menschen erzählt, wo er herkommt, wie er aufgewachsen ist, was seine Intention ist, also alles das so ähnlich, was er eben so erzählte. Und ich weiß noch, es hatte so fürchterlich geregnet. Wir hatten Zelte aufgebaut. Es war wirklich sehr, sehr gut besucht. Und es regnete und er stand im Regen und er wurde nicht nass. Er wurde wirklich nicht nass. Die Leute haben schon geguckt und es war ja, phänomenal. Und ja, so habe ich dann Juan kennengelernt und wir hatten hier so tolle Wochen. Also wir haben den Tag zur Nacht gemacht und umgekehrt, so wie wir geredet haben und wie wir Lust hatten zu essen, wie wir Lust hatten, in Temazcal zu gehen und so weiter. Er hat dann diese Schwitzhütte als Temazcal mit einigen von uns eingeweiht. Es war sehr, sehr, sehr magisch, dieses Ritual. Und ja, viele, viele Dinge mit ihm erlebt. Und er ist dann wieder nach Hause geflogen. Und Jahre später fing dann mein nächster Auftrag an. Mein nächster Auftrag. Und zwar hatte ich eine Vision. Und das ist jetzt, wo Alicia von geredet hat. Eine Vision von 33 Steinen der guten Werte. Und zwar bin ich abends ganz normal ins Bett gegangen und nachts bin ich wach geworden und schweißgebadet. Also ich kann es jetzt nicht anders erzählen. Und mein ganzes Nervensystem war durcheinander. Ich habe gezittert. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Habe mir einen Zettel genommen und habe alles aufgeschrieben und aufgeschrieben. Und das waren die Werte, die auf diese Steine sollten. Und am Morgen haben wir dann noch lange drüber geredet, mein Mann und ich. Und ich habe gesagt, ich muss Juan anrufen. Juan muss das wissen. Und wir haben dann gewartet, weil es sind ja 6-7 Stunden Unterschied, haben dann mit ihm telefoniert und er sagte, Monika, du wirst kaum glauben, ich habe heute Nacht auch geträumt. Und das will ich nur damit sagen, was für eine Verbindung da ist, wenn man auf diesem Weg ist, wenn man wirklich dieses Herz sprechen lässt und diesen Verstand ausschaltet. Und ja, ich sage, Juan, du sollst den Mittelstein erträumen. Der Mittelstein fehlt noch. Und er sagte, okay, eine Schamanin, eine alte weiße Schamanin kommt nach Tulum und wir werden eine Visionsnacht machen und werden über diesen Stein meditieren. Und so war es dann auch. Ein paar Tage später rief er mich an und sagte, der Stein soll Atlachinoli heißen.
Und er hat eben schon mal so ein bisschen was erzählt über Atlarinolli. Ich habe mir es nochmal aufgeschrieben, damit ich da auch alles richtig sage. Atlarinolli, das besteht aus diesen zwei Elementen, Wasser und Feuer, wo der Dampf entsteht, wo er eben gesagt hat, wenn du die Hand dran hältst, ist warm, wenn du es weggibst, ist es nass. Aber dieser Dampf ist einfach die Brühe des Lebens, so hat er mir das auch erklärt. Atlarinolli besteht aus vielen Informationen und das Leben und die Schöpfung darzustellen. Und der Dampf aus diesen zwei Elementen ist die Brühe des Lebens. Und die Reaktion mit Geduld und Ruhe anzuschauen, wird uns dieses Wissen offenbaren, was daraus entsteht. Wir aus zwei Elementen entgegenstehen, ein drittes, komplett anderes miteinander verbinde. Was noch schöner ist, sehr subtiler, was in der Schöpfung noch weiter vorangeschritten ist. Wir sind Atlarinolli, physischer Körper, subtiler Geist, manifestiert als Mensch. Und das hat mich so berührt und das berührt mich jetzt immer noch, wie sowas alles aneinander hängt, wenn man auf das Herz hört. Und ja, dann beging die große Reise. Die schamanische Gruppe aus den vielen Frauen übernahm Patenschaften für den Stein. Wir bemalten die Steine, schrieben dann die guten Werte drauf und machten Rituale dazu und legten sie bei uns in den Garten. Und man merkte, die Energie wurde schon ganz anders, viel kraftvoller. Wir gingen anders miteinander um. Also es ist etwas gewachsen. Und dann haben wir gesagt, diese Steine muss hoch auf den Berg, diese Spirale. Und die Urspirale liegt in Tarenz, auf 2000 Meter Höhe, in einem wunderschönen Ort, auf Sinnesbrunn. Und auch da war es wieder eine Fügung, weil mein Mann sagte, das wäre so schön, wenn wir davon ein Video hätten, dass die anderen Menschen das sehen können, dass die auch Spiralen liegen, wie man das ungefähr machen könnte. Und dann kam Carolis von seinem Mutig TV ins Spiel mit seiner Frau Indre. Ja, wir haben durch Christel Ströbel, sie sagte, Monika, ruft den Carolis an, der macht so tolle Filme, vielleicht hat er Zeit. Mein Mann rief ihn natürlich an und er war gleich am nächsten Tag in Österreich, so was Tolles, und hat einen wunderschönen Film über diese Spirallegung gelegt. Ich weiß jetzt nicht, Alicia, möchtest du ihn einfügen oder? Ja, welchen soll ich einfügen, den ersten oder den zweiten, den du mir geschickt hast, oder beide? Den ersten würde ich einfügen, das ist von Tarenz, steht da, glaube ich, gell? Okay, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob... Ah, okay. Ja. Warte mal. Dauert ein Momentchen. Okay. Robert, brauch technischen Support. Was ist passiert? Ich brauche technischen Support, bitte. Ich muss...
Könnt ihr das jetzt sehen? Könnt ihr das sehen? Ja, ja, jetzt geht's. Okay. Okay. Sprache deines Herzens an. Lass geschehen, was geschehen darf. So sei es. Omete. Beiden Filmen noch einblenden? War das ein Moment oder ist das schwierig? Nee, sag mir Bescheid. Ja, gut, okay. Ja, also diese Zeremonie berührt mich immer noch, mir kommen immer noch die Tränen, weil alles sich so zusammengefügt hat. Und ich weiß noch, Carly sagte, das ist ja so eine Magie, weil auf dem ganzen, der ganzen Wiese waren Schmetterlinge. Und die Schmetterlinge setzen sich sogar auf unsere Haut. Also er sagt, das hat er noch nie erlebt. Und auch das ist so ein Zeichen, dass alles gut ist, so wie es ist.
Ja, wir haben dann noch eine Visionsnacht gemacht und wir haben, als jeder, der da mitgemacht hat, wunderbare Geschenke von den Spirits bekommen. Das war wirklich ein Geben und ein Nehmen. Und das kann ich nur immer wieder sagen. Es gibt ein Geben und ein Nehmen. Und wir müssen nur mit dem Herzen dabei sein, mit der Ausrichtung dabei sein. Das ist das Wichtigste. Zu Hause, jetzt die Umleitung wieder nach Hause zu finden, hat mein Mann gesagt, wir müssen einen Verein gründen. Ein Verein at larinolli.de. Und zwar, wir haben hier eine Begegnungsstätte gemacht mit den Steinen. Das soll jung und alt sich begegnen, sollen über diese guten Werte reden, wieder den alten Menschen zuhören, den Kindern zuhören. Und daraufhin haben wir einen Verein, wie gesagt, den Verein gegründet für die Straßenkinder der Not. Wir haben dann ganz viele Veranstaltungen gemacht, haben Mitglieder Spenden gesammelt und haben ganz viel damit schon erreicht. Und das ist das Zweite, was damit zusammenhängt, dass wir auch etwas noch abgeben können für die Kinder dieser Welt, was mir auch ganz, ganz, ganz am Herzen liegt. Und ja, dann kam Weihnachten 2020 und wieder war der nächste Seelenauftrag da. Und zwar das Buch. Das Buch Die magischen Reisen zu der Adlarinolli-Spirale. Dieses Buch ist ja so magisch geworden, so wunderschön, weil es eine Zusammenarbeit ist. Ich bin immer ein Mensch, der gerne viele andere Menschen mit ins Boot nimmt. Ich bin vielleicht der Motor, aber ich nehme viele Menschen gerne mit. Und dieses Buch ist innerhalb von 2 Tagen entstanden, Weihnachten. Ich weiß es noch, ich habe mich hingesetzt. Mein Mann sagt, was ist los? Sag ich, ich muss was aufschreiben. Und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und ja, dann habe ich die Mitglieder gefragt, wie sieht es aus, wenn ihr jetzt schon die Patenschaft übernommen habt? Dann schreibt doch auch eine Geschichte zu euren Steinen dazu. Und da waren viele bereit dazu. Und so ist dieses wunderbare Buch entstanden. Dieses Buch um die Wertesteine. Sollte ein Kinderbuch werden, aber es ist nicht nur ein Kinderbuch, sondern ein Erwachsenenbuch. Und ich möchte euch nur ganz kurz hinten vorlesen, um was es dort geht. Und zwar kommt da wieder Juan mit ins Spiel. Das ist keine fiktive Geschichte, sondern das ist wirklich eine reine Herzensgeschichte und eine wahre Geschichte, die da drin beschrieben ist. Als Monka den Brief des Schamanen Juan bekommt, kann sie es kaum erahnen, wie wundervoll seine Prophezeiung sich erfüllen wird. Am vorausgesagten Tag begegnet Monka 33 Schülern einer Zauberschule, die mit ihrer Hilfe auf magische Traumreisen gehen. Jedes Kind schreitet mutig durch den geheimnisvollen Vorhang und begibt sich ins Abenteuer, in ferne Länder, an mystische Orte, begleitet von einheimischen Menschen, Krafttieren und Pflanzen. Die Schüler erhalten die Aufgabe, auf ihre Reisen 33 Steine zu finden. Die Steine tragen Werte in sich, von denen die Menschen sich über Jahrhunderte immer mehr entfernt haben, wie Mitgefühl, Liebe, Frieden, Dankbarkeit, Verbundenheit mit allem und viele mehr. Diese und viele andere Werte bringen die Kinder zusammen mit den Steinen in unsere Welt zurück und verankern sie auf Mutter Erde, gelegt als magische Form, die Adlarinolli-Spirale. Und liebe Alicia, wenn du jetzt den zweiten Film, dann kann man das sehen, wie das hier mit den Kindern im Park gelegt wurde. Sehr gerne. Dauert einen Moment. Ja. Heute waren wir hier in unserem wunderschönen Park in Neustadt und unsere Spirale hat ihren Platz gefunden. Eine Spirale, die für die guten Werte steht, die in die Welt geht und somit ein kleines bisschen an dem Rad dreht, dass sich die Welt verändert. Thank you.
Es war unglaublich magisch, was da passiert ist. Da kam eine Erzieherin mit ihren Kindern aus dem Waldkindergarten, setzte sich unter einen Baum, las eine Geschichte vor. Es war so magisch. Danach kamen Schulklassen, die in der Spirale, die noch nicht bemalt war, die war erst nur einfach mit den Steinen gelegt, und die Lehrer erkundigten sich bei uns. Dann haben wir erzählt, dass das eben die guten Werte-Spirale wird. Und die waren so begeistert. Danach kam noch eine Lehrerin, die hat dann schon gleich eine Unterrichtsstunde gehalten über die Werte. Also es ist so viel Magisches passiert. Wir standen da und waren einfach nur baff, was sowas schon ausmacht, wenn man etwas ins Feld gibt, wenn man etwas Gutes in die Absicht hineingibt. Hey, hey, yahiyo, way, hey, yahiyo, way, hey, yahiyo, way, hey, yahiyo, 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 way, hey, way, hey, way, hey, yahiyo, way, hey, yahiyo, 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 way, hey, way, hey, yo. Wasser, Feuer, Luft und Erde, Sonne, Mond und alle Sterne. Helft uns mit eurer Kraft, gebt dem Wasser große Macht, Pulver zu werden, das Wunder erschafft. Bringt diese Steine, wenn das Pulver fällt, zum Leuchten und für den Frieden in diese Welt. So sei es. Wenn ich in diese Spirale gehe, empfinde ich einfach Frieden. Frieden, Dankbarkeit und eine Energie, die mich beflügelt auch, muss ich wirklich sagen. Und Energie meine ich damit, dass man durch diese Worte, die man dort liest, Gedanken bekommt, die zu diesen Werten führen und diese Werte verinnerlicht und darüber nachdenkt, was passiert in dieser Welt, wo sind diese Werte. Und durch diese Spirale werden wir wieder erinnert an diese wirklich guten Werte. Und sie gibt so viel Power und so viel Energie. Und das merkt man schon bei den Kindern, wenn die dort hineingehen. Die Kinder sind lustig, die sind froh. Und das allein macht schon diese Energie von dieser Spirale aus. Sie ist schön bunt, was Kinder auch sehr anregt. Und viele wollen sie gerne zu Hause auch malen. Und ja, das ist das Wunderbare daran, dass es immer weitergeht und weitergeht. Danke, liebe Alicia. Sehr gerne. Ja, und das ist Carolis und Intre. Die haben mir so geholfen, auch bei dem Buch, dass das in die Welt kommt. Carolis ist der Lektor und Intre hatte die Grafik, die Bilder mitgestaltet. Und eine Frau aus unserem Verein, eine begnadete Malerin, die Silke, hat wirklich diese alle mit Hand gemalte Bilder. Also es ist wirklich wunderschön. Und ja, jetzt kommt ein Punkt, das Buch war noch nicht fertig, es war wirklich, es dauert sowas in die Welt zu setzen und alles umzusetzen, und ja, dann kam ein Schicksalsschlag, mein Mann bekam Krebs, und in 4 Wochen von der Diagnose bis er starb, waren nur 4 Wochen, und sein größter Wunsch war, das Buch in den Händen zu halten, aber wir haben das leider nicht geschafft, wir haben uns angestrengt, aber wir haben es nicht geschafft, es war alles zu knapp. Und das war so, als wenn mir alles genommen wird, die Füße weggezogen wird und ich wie eingefroren war und ich auch an nichts mehr geglaubt habe. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich wieder zurückgeholt.
dieses Buch, dieser Seelenauftrag, dieses Buch in die Welt zu bringen, Spiralen in diese Welt zu legen, auf Mutter Erde, die guten Werte wieder aufleben lassen. Das ist das, was mich wieder zurückgeholt hat ins Leben. Bin dann auch sehr krank geworden und habe dann wirklich durch dieses Buch wieder ins Leben gefunden und muss jetzt diesen Weg weiter alleine gehen. Und wenn ich Alicia und Robert sehe, das ist so den Part, den wir hatten. Heinz-Jürgen war auch der Feuerhüter und hat das Internet, hat die Reisen gemacht, alles organisiert. Und jetzt ist der Weg für mich, den ich jetzt gehe, alleine. Aber ich weiß, man hat die Stärke und man kriegt die Aufgaben im Leben gestellt, um sie zu bewältigen. Und wie gesagt, diese Spirale und dieses Buch ist meine Aufgabe, mein Seelenauftrag in die Welt zu bringen. Und ich habe bewusst diese Tür hinter mir gewählt, weil ich einfach nochmal sagen wollte, wir sind es, die diese Türen aufmachen. Als mein Mann gestorben sind, viele, viele Türen zugegangen. Aber ich habe auch wieder Türen aufgemacht, weil ich einfach diese Kraft gespürt habe von diesen Seelenaufträgen, die man hat. Und das kann ich nur jeden ans Herz legen. Hört auf euer Herz. Geht mit der ganzen Liebe rein und steckt mit dieser Liebe die Menschen an, die um euch sind. So kommen wir weiter und so wird sich die Welt verändern. Und diese Tür, die jetzt wieder aufgegangen ist, hat mich zu Alicia und Robert geführt. Und wir haben telefoniert, um da nochmal anzubinden. Und wir haben gesagt, Alicia und ich, warum haben wir uns nicht früher kennengelernt? Und dann war es auch so, dass wir gesagt haben, ich musste erst diese Trauer einigermaßen überwältigen oder überstehen, damit ich hier sein kann und euch das alles erzählen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Tür zu Robert und zur Alicia aufgegangen ist. Und ich danke wirklich euch alle von Herzen, dass ihr mir zugehört habt. Und ich bin mir auch ganz sicher, das habe ich dir ja auch schon gesagt, dass es dein Mann war aus der geistigen Welt, der uns zusammengeführt hat. Genau. Ja, und da haben wir auch wieder so eine Verbindung, nämlich die Eule. Und ich sehe ihn auch hinter dir stehen. Ja. Mit Eule, das ist eine echte Eule übrigens. Ja, das ist die Schneeeule, die sitzt hier so 3 Meter vor mir im Gehege und war heute auch sehr, sehr unruhig und sehr, also beschützend und aufpassend ist sie durchs Gehege und hat sich immer wieder mal geduckt und hat geguckt. Das war schon sehr interessant. Ja. Ja, danke, dass du das auch mit uns geteilt hast, weil auch das ist ein wichtiger Teil der Geschichte, dass dein Mann dich da einfach so bedingungslos unterstützt hat, so hingebungsvoll unterstützt hat und da hinter dir steht und jetzt auch immer noch da ist, aus der geistigen Welt auf andere Art und Weise, aber er ist immer noch da und ich weiß, dass du das auch spürst und ich finde, das ist auch eine Botschaft für uns alle, dass niemand ist wirklich weg. Wir sind immer noch verbunden. Vielleicht können wir den Menschen nicht mehr physisch berühren, aber er ist immer noch da. Und ist ganz glücklich über dein Buch. Ja. Und über alles, was hier geschieht. Ja. Ich nehme das Buch auch immer mit im Wald, wo er liegt, und lese ihm vor. Und das ist so ein schönes Ritual, was wir zwei haben. Oh, so schön. Und es tut gut. So schön. Ja. Und du wünschst dir ja auch, dass auch andere Menschen Spiralen in die Welt bringen, richtig? Ja, das wäre wunderschön, wenn sich Menschen dazu berufen fühlen, die Spirale zu legen. Ob das jetzt nur im Vorgarten ist oder im Kindergarten oder irgendwo oder draußen in der Natur. Also wer so das Gefühl hat, er würde das gerne tun. Wir haben, Carolis hat dann auch auf unserer Internetseite ein PDF-Handbuch dazu gemacht, wo man dann einfach alles lesen kann, wie man es eventuell machen kann, wenn man noch nicht so die richtige Idee hat, aber man kann es auch freigestalten. Und das sind auch die ganzen Werte, den Namen der Werte alle aufgeführt. Und
ja, hat er wunderbar gemacht. Wie gesagt, es sind Menschen auf einmal zu dir gekommen. Und das ist auch so eine Botschaft. Es sind immer Menschen da, die dir helfen. Du musst es nur mit dem Herzen sehen. Es sind immer wieder welche da. Ja. Das heißt, wenn man dein Buch liest, findet man auch die Anleitung dafür? Nein, die Anleitung ist dann auf dem adlorinolli.de, also auf die Webseite. Und in dem Buch sind zum Beispiel hinten auch schon die Spiralen gezeigt von Tarents, von Mexiko, Brasilien, Rom, wo die schon überall liegen. Und aber das PDF-Buch ist, oder Datei ist auf unserer Homepage auf adlorinolli.de. Und ja, ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn sich Menschen dazu berufen fühlen, sie auf die Erde zu legen. Es macht wirklich so viel aus und es gibt so viel Kraft. Ja, und Spiralen sind ja auch was ganz, ganz Altes. Ja. Was alle unsere Urvölker gemacht und gelegt haben und dann auch gehütet haben, diese Spiralen, weil das sind dann Kraftorte, die dadurch entstehen, die dann wirklich auch ja, beginnen zu leben. Ich habe das schon häufiger mal geteilt, dass auch die Steine um den Feueraltar, die wir hier so in Guatemala haben, auch die beginnen zu leben. Und gestern habe ich das auch wieder gesehen, da hat jemand bei unseren Medizinfrauen ein Foto gemacht von einem lebendigen Stein. Und das macht ihr häufiger mal, wenn sie Bilder schicken. Also Dankeschön, ich finde das auch immer sehr schön. Und da kann man wirklich auf den Fotos oft sehen, dass sie leben, dass sie Wesenheiten haben. Und so ist das natürlich mit der Spirale auch. Sie lebt und die Naturwesenheiten fühlen sich dann da einfach absolut wohl und sind absolut glücklich an diesem Ort. Ja. Aber es ist natürlich auch wichtig, das kann ich dir von meiner Tradition noch mitgeben, dass man dann immer mal wieder hingeht und wirklich auch dort meditiert oder einfach da ist und da sitzt und in die Kommunikation geht, weil es eben ein Kraftort ist. Und das ist ja auch die alte Prophezeiung, wie wichtig es jetzt ist, die Kraftorte wieder zu aktivieren. Es gibt Mama Erde Kraft, es gibt uns Kraft. Und du hast es ja auch erzählt, es macht einfach fröhlich, da zu sein. Ja. Damit zu sein, das aufzubauen, alleine das ist so viel Heilung für uns alle, inklusive Mama Erde und all ihren Wesenheiten. Genau. Und die Kinder spüren das so. Also ich habe das gesehen auch bei dem Ritual, die Kinder, die wollten gar nicht, das ist mein Stein und das ist mein Stein. Gell? Also die saßen da wirklich und haben sich riesig gefreut darüber. Ja, sie spüren das sehr. Und das ist so eine schöne Aufgabe und deshalb möchte ich da auch wirklich viel zurückgeben und den Straßenkindern dieser Welt etwas zurückgeben, für sie etwas zu tun. Ja. Ja, danke so sehr von Herzen, liebe Monika, dass du immer deinen Visionen folgst, dass du immer deinem Herzen folgst. Ja. Und ja, eine Idee ist mit. Entschuldigung, eine Idee ist mir noch gekommen. Ich weiß es nicht, ob ich das fragen darf, aber Clara mit ihrer schönen Stimme. Wir haben immer die Idee gehabt, es gibt ein Lied mal über die Spirale. Und vielleicht, wenn Clara sich mal in einer ruhigen Minute vielleicht mal hinsetzen möchte oder sowas, vielleicht kommt ihr eine Idee oder vielleicht sagt sie auch nein, aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, oder ich schicke ihr gerne mal ein Buch und sie kann darin mal lesen. Und vielleicht gibt es eine Intention, dass sie sagt, ja, es gibt ein Lied über die Adlarinolli-Spirale. Das wäre super schön. Ich werde euch mal verbinden. Sie ist jetzt nicht hier. Ich habe gerade geguckt. Ja. ich werde euch verbinden. Sehr gerne. Wäre schön. Vielen, vielen Dank. Auch an alle Zuhörer. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja, danke dir fürs Teilen, für dein wahrhaftiges Sein, für deine Ehrlichkeit und danke auch an deinen Mann, der so hinter dir steht und stand und deine Vision mit in diese Welt geboren hat, genauso wie es sein sollte, die Einheit von Mann und Frau, die das Leben, die Visionen hier in die Welt bringen. So schön. Ja, ihr Lieben, auch das ist eine große Erinnerung an unsere Erdhüterschaft und danke für diese Erinnerung. Danke, liebe Monika. Von Herzen gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Auf jeden Fall im April.
Ja, danke dir. Danke dir. Danke, auch danke euch, ihr Lieben. Schaut auf die Webseite atlaschinolli.de. Dörte hat es hier schon netterweise gepostet. Aber wir posten es natürlich nochmal unter die Aufzeichnung. Und das Buch findet ihr wahrscheinlich bei jedem Buchhändler, nehme ich an. Nee, auch auf atlaschinolli.de, da ist es auch nochmal. Ah, okay, genau. Also einfach auf die Webseite. Mhm. Ja. Super. So. Mhm. Danke, 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 ihr Lieben. Und ich fand es auch so schön, dass die beiden an einem Tag gesprochen haben. Ja, genau. Das war sehr schön, sehr berührend, wirklich. Ja, also direkt auch Juan gesehen, gespürt und erleben konntet, der ja auch dahinter stand und Monika in ihrer Vision unterstützt hat. Ja. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend, einen wundervollen Samenabend, ja. Und wir sehen uns dann morgen, ihr Lieben. Ich schreibe euch noch was dazu, weil morgen für die Zeremonien müsst ihr auch was mitbringen, aber das schreibe ich euch noch. Ja, dann alles, alles Liebe und bis morgen. Danke.